Guido Schmidtke ist bei mir und wir schauen auf diese aktuelle Situation, gerade gemeldet, massive Angriffe in den letzten Tagen schon seitens des russischen Militärs, aber eben auch, ich will es mal, Gegenwehr der ukrainischen Soldaten und Soldatinnen. Ja, militärisch gesehen gibt es gerade zwei bestimmende Themen. Das eine ist die Flugabwehr der Ukraine und das andere ist das Thema Drohnen. Wir gucken uns mal relativ spektakuläre Bilder an der ukrainischen Streitkräfte. Die zeigen sogenannte First-Person-View-Drohnen. Das sind handelsübliche Drohnen, die man praktisch zu tödlichen Waffen umfunktioniert hat. Und die bedrohen auf beiden Seiten der Front praktisch die Soldaten 24 Stunden nonstop. Man muss also jederzeit damit rechnen, dass man mit so einer einfachen Drohne, die über virtuelle Brillen gesteuert wird, angegriffen wird. Auf der anderen Seite melden die russischen Behörden, dass man eine ganze Reihe von angeblich ukrainischen Drohnen auf dem russischen Staatsgebiet abgefangen hat. Da sind mehrere Orte angeblich angegriffen worden. Gucken wir jetzt mal in die Ukraine und schauen uns dort die Hotspots an. Und da muss man sagen, vor allem im Norden Kharkiv, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, die seit Tagen von den russischen Streitkräften mit Raketen belegt wird, weil die Ukraine einfach nicht mehr über ausreichend Flugabwehrsysteme und vermutlich auch Flugabwehrraketen verfügen, um diese Angriffe komplett abwehren zu können. Dann wird intensiv gekämpft, auch auf dem Boden. Adiivka wird inzwischen von den ukrainischen Truppen als Panzerfriedhof der Russen bezeichnet. Und dann gucken wir noch in den Süden, auf die östliche Dnipro-Seite, Krinki. Dort beschweren sich die russischen Soldaten, dass man diesen Drohnenangriffen ausgesetzt ist, weil es einfach an elektronischen Kampfmitteln fehlt, also an Systemen, die die Kommunikation dieser Drohnen und die Satellitennavigation stören können. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.